läuft auch woanders. Das läuft auch woanders. Es läuft auch woanders. Wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, nee, weil es ja, sag ich mal, wenn man so lieber als Wert und Wüste gegönnt wurde. Als Wert und Wüste gegönnt wurde. Hallo. Weißt du das nicht? Ich will das Problem haben. Ladies and Gentlemen, liebe Freunde des Handballs, die Handballspielgemeinschaft Köpenick-Sindelfingen begrüßt Sie recht herzlich. Wir sind vor 2 Minuten live gegangen. Unser Livestream auf YouTube läuft. Wir kommen zum zweiten Streich des heutigen Abends. HVW Frauen Verbandsliga Staffel 1, it's Derby Time. Die HSG Köpenick-Sindelfingen trifft auf den SV Leonberg Ettingen. Normalerweise begrüßen wir an dieser Stelle die Gästefans. Es sollten keine Leonberger unter uns sein auf der Tribüne. Falls doch Leonberger da sind, dann sollten sie sich jetzt nicht zu erkennen geben. Wir begrüßen natürlich alle Zuschauer hier in der Halle und wir begrüßen alle Zuschauer draußen an den Endgeräten und an den angeschlossenen Rundfunkanstalten. Die Übertragung geht sogar bis nach Böblingen. Wir stellen kurz die Gastmannschaft vor. SV Leonberg Ettingen spielt heute im Tor mit der Nummer 12, Annika Glaser. Die 3 Anna Schied, 4 Leonie Hertel, 5 Ute Bittler, 6 Tanja Schomolai, 8 Barbara Hettich, 11 Melanie Glaser, 13 Hanna Bittler, 14 Celine Martin, 15 Merit Müller, 19 Carmen Herrmann, 26 Chiara Mikloschewitsch, 30 Lena Steiner. Auf der Bank unser guter Bekannter Niki van der Vliet. In gut 10 Minuten geht's los, bleiben Sie dran, bis gleich. Thank you.
Begrüßen wir die Gastmannschaft des SV Leonberg Eltingen. Und wir begrüßen natürlich auch das Schiedsrichtergespann. Das folgende Spiel wird geleitet von Mauritz Möller von der SG BBM Bietigheim und von Julian Findler vom TV Feigen-Enz. Denken Sie dran, ohne Schiri kein Spiel. Live und in Farbe und auch im Livestream dank der Blue Media Entertainment in Böblingen kreativ, visuell bewegend. Gefühlte 18 Kameras hier in der Halle installiert, 5 Frauen und Männer an den Geräten. Wir bedanken uns noch einmal bei unserem neuen Sponsor Blue Media Entertainment aus Böblingen. Vielen Dank! Und hier kommen Sie, die Mädels der HSG Böblingen Sindelfingen. Wieder 12, im Tor Valeska Schroth, 16 Stefanie Dieterle, 2 Kim Schweinlein, 6 Svenja Hille, 7 Dennis Knoll, 8 Julia Köberling, 9 Julia Leibfried, 10 Jana Michel, 13 Andrea Dieterle, 15 Anja Weinhardt, 17 Christina Maurer, 90 Saskia Kohler, 4 Sarah Mosshammer, 5 Mareike Schneider und das Trainergespann Jörg Kohler und Conny Loschner. MbH und die Sindelfinger Wohnstätten GmbH. Gemeinsam zum Erfolg, Ihre Wohnexperten vor Ort präsentieren Ihnen AVW Frauenverbandsliga Staffel 1 Derby. HSG Böblingen Sindelfingen gegen SV Leonberg Eltingen. Samstag, 24. Oktober 2020. Es ist angerichtet. AVW, Verbandsliga, Staffel 1 der Frauen. Auf geht's!
Kurdisch Nummer 11, Melanie Glaser, zum 0:1. Für die HSG 1:1. Andrea Dieterle.
Leonberg Eldingen, die Allokade gegen die Nummer 6, Svenja Hille. Gute Winter zu 3 zu 4. Auf geht's. So, für die Nummer 5, Ute Binder zu 3 zu 5. Gelbe Karte gegen die Nummer 30, Lena Steiner. Yeah.
Ute Winter zum 4:6. Gelbe Garde gegen die Nummer 4, Sarah Mosshammer. Siegmeter SV Leonberg, Eltingen. Ute Winter mit ihrem vierten Treffer zum 5:7. Ute Binder mit ihrem 5. Treffer, 6:9. 7 Meter HSG Binder sind wir in 2 Minuten gegen die Nummer 3, Anna Schmied. Thank you.
Binder zum 6:10. Auszeit, HSG Böblingen-Sindelfingen. Weiter geht's beim Spielstand von 6:10 in der 17. Spielminute. Ute Binder zum 6:11. Ja.
Tor für die Nummer 11, Melanie Glaser, zum 6:12. Auf geht's, HSG Berlin-Sindelfingen. Wir unterstützen unsere Mannschaft. Der siebte Treffer für die HSG durch Julia Leitfried zum neuen Spielstand 7:12. Und vor der HSG Stefanie Dieterle. Für die Nummer 19, Carmen Herrmann, 7:13. Hat gepasst von der Nummer 6,
Tanja Schokolai 8:15. Anja Weinhardt 9:15. Kurdische 8, Barbara Hettich 9:17. Noch 3 Minuten 5 Sekunden auf der Uhr in der zweiten Halbzeit. Spielstand 11:16 für Leonberg. Yeah.
2 Minuten gegen Nummer 2, Kim Steinlein. Gefasst von der Nummer 14, Celina I. zum 11.17. Sekunden. Kein Tor. Sieg mit der SV Leonberg, Eltingen. SV Leonberg Eltingen, 12:17, 10 Minuten Pause, unser Bewirtungsteam begrüßt Sie am Dresen. Wir haben hier eine Auslage, wie auf der Jugendherberge, Chips. Thank you.
gehen, dann glaube ich, da geht kein Weg vorbei. Aber eigentlich schade. Ja, absolut. Vermissen wir alle wie hier. Man das einfach dann halt gemütlich zusammenstehen, auch noch am Spiel. Dann, ja, vor allem halt auch das Wände spielen. Viele Vereine leben ja irgendwie auch davon, Zuschauern. Einfach weiterspielen geht halt auch nicht. Da gibt es viele Leute, also viele Vereine, ich sag mal, die HSG kann hier noch zwei Corona-Grenzen überleben, weil die hauen nicht so viel Geld raus. Aber andere, die zahlen Spielern massenhaft Geld und die kriegen halt jetzt durch die Zuschauer rein. Und der Name Hier gibt es ja, 7 Euro, muss man rechnen, ungefähr 5, dann kann man wieder renovieren. So ist es ja auch noch teurer. Ne? Ja. Nee, die sind Chips, aber das ist kein Chips. Das soll ja normales Essen sein, aber das gibt es ja auch nicht. Kein Alkohol, aber ich darf irgendwas mit Weizen lassen. Aber das kriege ich auch nicht mit. Doch, das ist das Schlimmste. Kriege ich auch nicht, das kriege ich auch nicht mit. Aber wir sind ja komplett 88 Alkohol. Also, außer wir können ja auch in die Kabine hoch. Aber hallo! Kabinen sind zu. Dann kommen wir auch unten rein und raus. Ganz gut, oder? Das wäre dann die finale Geschichte, die dritte, zweite, offiziell zweite, eine dritte. Wenn das nicht wird, müssen wir weiter schauen. Das wäre ein sehr guter Fall. Ein guter Fall. So, ja. Ja, dadurch bin ich ja auch noch.
Tor ist die Nummer 90, Saskia Kohler. Zum neuen Spielstand 13:17. Nummer 6, Tanja Czomolaj zu 14:18. Thank you.
2 Minuten Linie Nummer 2, Kim Steinlein. Thank you.
2 Minuten die Nummer 26, Chiara Mikloicevic. Auf geht's, die Abwehr.
2 Minuten, die Nummer 30, Lena Steiner. Tor mit der Nummer 15, Merit Müller. Tor für die Nummer 26.
Ute Binder mit ihrem 11. Treffer zum 22-24. Auf geht's, HSG. Todes gemacht. Barbara Hettich, 22-25. Auszeit HSG Böblingen, Sindelfingen. Noch 8 Minuten 14 auf der Uhr ist Crunch Time hier beim Derby. HSG Böblingen sind im Ring gegen SV Leonberg Elbingen 22-25.
Reinhardt mit ihrem 6. Treffer. Neuer Spielstand 23-25. Auf geht's, da geht noch was. Ute Binder mit ihrem 11. Treffer zum 23-26. Auf geht's, HSG! Barbara Hedges ist mit ihrem 5. Treffer zum 23-27. Zwei Minuten gegen Nummer 30, Lena Steiner. Tor für die Nummer 11, Melanie Klaser, mit ihrem 5. Treffer zum 24-28. Thank you.
weiter geht's. 2 Minuten 14, 3 hinten, auf geht's. Julia Leifried mit ihrem 12. Treffer zum 26-28. Endstand. HSG Böblingen-Simmelfing gegen die SV Leonberg-Eltingen, 26-28. Wir bedanken uns bei unseren Zuschauern im Livestream. Wir hatten 500 Klicks, über 150 Leute haben live zugeschaut von zu Hause. Und die werden auch sicher wieder einschalten um 19.45 Uhr, wenn wir live gehen für den letzten Akt des heutigen Abends. Unsere Männer 1 in der Verbandsliga treffen auf den SV Remshalden. Wir haben keine Chance, aber die werden wir nutzen. Tobi hat auch keine Lust mehr auf Musik. Wir bedanken uns bei der siegreichen Gastmannschaft des SV Leonberg-Eltingen. Wir bedanken uns bei den Mädels der HSG Böblingen-Simmelfingen, die sich heute nicht an ihre Stirnweisung gehalten haben. Ob Sie es glauben oder nicht, das nächste Heimspiel der Frauen 1 ist im neuen Jahr am 9. Januar um 17.45 Uhr in der MOBA, wenn wir da überhaupt noch Handball spielen dürfen. Als nächstes haben unsere Frauen 4 schwere Auswärtsspiele vor der Brust. Wir bitten jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer die Hand.